Thank you.
Also, bitte, also, wir kommen auf unsere nächste Seite. Lade Sie
jeweils im letzten Halte bis auf den Verkaufsstand mit allen Tränken und verdienten Grüßen. Alles an die Tränke, alle Honig, alle Honig im letzten Halte. Thank you.
bei jedem Heimspiel benötigen wir ganz viele Helferinnen und Helfer. Und das sind heute die Damen von der dritten Mannschaft und die Damen von der vierten Mannschaft. Eigentlich ist Damen falsch, das ist nur jedes. Heute als Volleyballerinnen und Fischerinnen ein großes, großes Dankeschön. Thank you.
überzeugt. Im Anschluss an diesen Platz haben wir eine Zehn-Minuten-Pause, in der wir die Jugendspieler des Monats Februar gehen wollen. Also würden wir uns sehr freuen, wenn Sie auf die letzten drei Minuten die Jugendspieler des Monats Februar geehrt haben. Dann ist es auch genug Zeit, sich etwas zu essen und zu trinken und im Anschluss an den Platz gehen wir der Jugendspieler des Monats und ein Interview.
Thank you.
Konferenz. Die Fans, die häufig bei den Heimspielen da sind, werden gestartet und über die neue Sitzung installiert, aber das haben wir gemacht. Weil ich gehe ganz schön bei der Nachrichtenkritik und die Tafel steht noch hin. Okay, wir wollen diese Plattform des Bundesliga erschließen und welche Spieler, ja, was ist denn das? Es tut mir leid, es ist neu, aber es hat die Wahl gekommen. Naja, wir wollen junge Spieler kennenlernen, die sich es verdient haben, die diese Konsolen und es ist eine Spielerin, wo die Trainer gesagt haben, sie ist ein großes Talent am Ball. Sie entwickelt sich zu einer dynamischen Spielerin, macht Wort für Wort riesige Fortschritte, kann schon im Alter von 9 Jahren im Sturmaufschlag das Gegner gestellt. Ich muss dazu sagen, die Spielerin weiß nicht, dass sie gehen wird, weil die Eltern sind eingeweiht. Sie ist sehr grenzweise, zuverlässig. Sie ist immer da, wenn es in den Trainingsmarkt geht, wenn es um Hilfe geht, wie Mischa oder Ballrollerin, dann ist sie sofort dabei. Es ist ein richtiges Vorbild und ein richtiger Vereinsmensch und das ist im Alter von 9 Jahren. Sie ist erst seit 1,5 Jahren bei uns und spielt bei der U12 als Neujährige, hat auch schon bei der U13 gespielt, die Jugendspiel des Monats Februar. Herzlichen Glückwunsch an Anastasia Weiler. Ich wünsche euch viel Erfolg dafür.
gehen, wollen sich auch mal vorbereiten für diese deutschen Meisterschaften und wollen zum Trainingslager nach Hause. Für fehlt noch ein bisschen Geld fürs Trainingslager kommen, weil dafür machen sie eine Waffel im DVD. Jetzt hat man noch sicher 3-4 Minuten Zeit, holt euch eine Waffel, unterstützt sie und dann wird es sicher ein toller für deutsche Meisterschaft. Danke und bis dann. Thank you.
Thank you.
Vilsbiburg. Wer das Spiel nochmal sehen möchte, der kann unter www.vilsbiburg.tv eine Zusammenfassung des Spiels morgen sehen. www.vilsbiburg.tv. Wir freuen uns über jeden, der mal anfängt. Öffentliche und nachträgliche zu den Spielen findet ihr auch unter www.vilsbiburg.tv.
Vilsbiburg und Neue Team.